So bin ich dran hier. Einen guten Abend wünsche ich uns und Ihnen allen, die Sie zu uns gefunden haben, zur verspätet begonnenen 236. Montagsdemo der Freunde und Freundinnen eines vernünftigen Zentralbahnhofprojekts in Stuttgart und gegen das unverantwortliche Tiefbahnhofprojekt. Ich begrüße Sie alle im Namen des Demo-Teams als Moderator hier auf dem Schlossplatz. Mein Name ist Norbert Bongartz. Ich bin Mitglied im Aktionsbündnis gegen S21 und arbeite mit in der Gruppe der Architekten und Architektinnen für den Kopfbahnhof 21, also für die Instandsetzung und Aktivierung des Kopfbahnhofs. Heute stehen wir am zentralen und zugleich festlichsten Platz unserer Stadt, wo einstmals nur die braven Soldaten als Untertanen der württembergischen Herzöge exerzieren durften oder aber der Aufmarsch zu höfischen Festen stattfanden. Heute stehen wir aber hier, sehr zum Missvergnügen unserer derzeitigen Regentin, die sich immer noch erhoffen, dass der Käse endlich mal gegessen sein sollte und sich sehr darüber freuen würden, wenn wir in der Stadt nicht mehr sichtbar und laut hörbar wären. Es gibt aber immer noch viel zu viele Gründe, weswegen wir Ihnen diesen Gefallen nicht tun wollen oder können. Ich begrüße ausdrücklich auch das Trüppchen unserer Spaziergänger aus dem Kernerviertel, das wir vor einer Woche ja besucht hatten, und die Gruppe der Radler-Demo, die, da bin ich mir ganz sicher, wenn ich auf die Uhr gucke, in der Zwischenzeit vom Feuersee herkommend zu uns gestoßen ist. Als Redner am heutigen Tag begrüße ich zwei Juristen, die unseren Protest nachhaltig unterstützen und vorantreiben. Es sind der Sprecher des Aktionsbündnisses Eisenhardt von Löper und sein Jurist. Und sein Juristenkollege Dieter Reicherter. Zuvor noch wird uns als erstes Matthias von Herrmann zur Aktionswoche der Parkschützer zu der Stadtbahnkampagne diese Aktionswoche vorstellen. Matthias.